Grüß euch Gott, alle miteinander. Und schon wieder eine Challenge, eine Herausforderung. Die liebe Astrid von Astrids Hobby-Kanal hat angefragt, ob wir nicht mal unsere Cuddle-Babys zeigen möchten. Und vor allem, was sieht man diesen im Sommer an? Eins habe ich hier in München, das zeige ich euch jetzt auch. Das ist mein Gustl. Ich habe den ja schon öfters gezeigt. Aber ich zeige euch mal eine Möglichkeit, wie man so ein Cuddle-Baby herrichten kann. Muss dann jeder für sich selbst entscheiden, ob das was für ihn ist oder nicht. Bei meinem Cuddle-Baby ist der Kopf von mir modelliert. Man kann ihn natürlich auch drehen. Da hat es geklappt mit dem Schnuller. Allerdings, bei der Schnuller muss immer am Kopf stehen. Sonst hält er nicht. Jetzt mache ich ihn mal weg. An den Händchen habe ich Handschuhe. Und das Cuddle-Baby ist mein Gustl. Hat auch ein paar Besonderheiten. Dem habe ich auch, das war so mein erster Versuch, Armaturen in die Arme rein. Die sind also weich. Aber ich kann sie je nach Lust und Laune in Form bringen. Und das finde ich halt eigentlich sehr gut. Wie ihr sehen könnt, habe ich eine Bauchplatte aufgelegt, eine ganz normale Bauchplatte aus Vinyl. Und das gibt dem Ganzen, ich finde halt schon ein bisschen eine lebendigere Wirkung. Die Füße zeige ich, die sind aus Stoff. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn man das zeigt. Es ist halt so, ich habe halt so Schüchchen angezogen oder ja, Schüchchen. Und hier sind auch die Beine sind auch mit, sogar die Füße kann man abknicken. Die haben auch eine Armatur drin. Dann macht es hier auch so schöne Fältchen, wie es halt auch in echt ist, wenn Babys die Beine abknicken. Und ich persönlich finde das eben nicht so schlimm. Am Rande zu diesem Baby, das hatte ich erst gezeigt gehabt in voller Schönheit. Dazu muss ich sagen, es hat einen Stoffnabel, den habe ich aufgenäht. Und es hat auch ein Geschlecht, das habe ich auch aufgenäht. Das habe ich aus Filz gemacht. Ja, ich fand das halt einfach lustig. Aber mittlerweile sind wir ja so moralisch konditioniert, dass sowas gar nicht geht, weil weiß ich nicht warum, für wen das schädlich sein sollte und was man damit anstellen kann. Das Video ist zwar noch nicht gesperrt worden, aber sämtliche Kommentare. Deshalb werde ich das jetzt nicht mehr zeigen. Ja, in meinen Augen ist das Doppelmoral. Mal für euch zur Info, ihr habt so kleine gesehen, auch mit Geschlecht modelliert und das ist auch schon verwerflich. Auch sämtliche Kommentarfunktionen gesperrt. Also haltet davon, was ihr wollt. Demnächst wird man den griechischen antiken Statuen auch noch irgendwelche Tücher überwerfen, wenn man nichts sehen darf. Ja, das ist jetzt so viel zu meinem Cuddle-Baby eigentlich. Diese ursprünglich, die Challenge. Also ich habe so eine Mischung gefunden, finde mit der Bauchplatte. Ich lege es so hin, mir gefällt das ganz gut. Und mich persönlich stört es jetzt nicht, wenn hier mal Beinchen zu sehen sind. Ich finde, man schaut ganz woanders hin. Bei der Gelegenheit, den wollte ich euch auch noch mal zeigen. Es war wieder einer jener Regentage, da habe ich gemeint, ich müsste was tun. Dann kann man anhängen irgendwo. Habe ich so einen kleinen Elefanten genäht. Das passt hier ganz gut zu dem Thema von der Unterlage. Jo. Das war jetzt meine Herausforderung. Vielleicht konntet ihr so die eine oder andere Deko-Idee mitnehmen. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage wie immer, bye bye.